Hallihallo und herzlich willkommen bei meinem nächsten neuen Video. Dobro došli dragi u moj novi videoklip. To jeste nije večeras, nego upravo danas će biti jedan stari model naše stare Jugoslavije. Jedan od obod Cetinja, VM606. Praće na 90 stepeni na maksimalnoj... na maksimalnom... te na maksimalnoj temperaturi i od broja 4, znači bez pretpiranja, bit će pranje na tom programu i na jedinici sa centrifugom između ispiranja i posljednjom. So, meine Lieben, ich habe heute vorbereitet einen wirklich jugoslawischen Klassiker, den Obod von Cetinje, den WM606. Heute gibt es die Kochwäsche auf 90 Grad und vom Programm Nummer 4, das ist ohne Vorwäsche, und auf der Position 1, das ist mit dem Zwischenschleudern und auch zwischen und zum und Schlussschleudern ohne eben dem Spülstopp. Ich habe heute zwei Professional Pots, einmal den Bohua und einmal meine Lieblings Unstoppables von Ariel Duft, und die sind wirklich eine perfekte eben Kombination für perfekte saubere Wäsche. Ich werde jetzt gleich die Maschine beladen und dann geht's weiter. So, die Maschine wird beladen, die Wäsche ist gemischt. Ich habe helles und dunkles. Ich habe drinnen zwei Tücher von der von den K2R Farbauffangtüchern. Alles ist drinnen und dann schauen wir, wie die Resultate der Wäsche sein wird. Nie den Wasserhahn komplett aufdrehen, immer eine halbe Drehung zurück, weil der darf nicht am Anschlag komplett offen sein. Die Maschine schaltet gleich in den Thermostop. Die Maschine hat in den Thermostop geschaltet. Jetzt wird gewärmt. Thermostop ist aus. Auf 40, also 35 Grad wird geheizt, und jetzt geht dann das Waschen los. Danach gibt es keinen Thermostop.
Abkühlung ist da. Wie ihr seht, wird in der ersten Einspielkammer gemacht. 90 Grad sind erreicht. Bei diesen Maschinen sind auf jeden Fall 90 Grad erreicht. Da gibt es kein dran rütteln, weil die sind dafür konzipiert, dass die 90 Grad erreicht werden. Und jetzt gönne ich mir ein kaltes Cola. Erster Spülgang. Ab 5 wird gespült. Kinder schwimmen. Wir haben schöne 39, fast 40 Grad hier bei uns. Das ist der heiße Balkan immer gewesen. So. Letzte Spülgang. Thank you.
Nummer 7 ist das Recht. Und wir sind auf der Kontaktpunkte. So, beim Wegspulen ist der Wasserstand niedrig, wie beim Waschen. Das ist so bei diesen PG301 Programmschaltern. Der ist auf der Nummer 7. Entschuldigung. Und der tut dann das letzte Spülwasser mit niedrigem Wasserstand spülen, so wie bei meiner Gorenje. Bei der Gorenje ist übrigens der Programmschalter PG701. Dieser Programmschalter, wie ich euch erwähnt habe, wurde der 301er später auch in den Gorenje-Maschinen eben oder ist von den Gorenje-Maschinen dann später benutzt worden. Früher galt diese Marke als Obodin. Obodin war aus Cetinje, aus Montenegro. Und wie ihr seht, Obod Cetinje, OZ. Und das Modell, was hier jetzt auf Obod wieder den Namen gewechselt hat, ist eben dadurch, da die Maschinen wieder die eigene Kooperation gehabt haben und nicht mehr mit Indesit, Obod Indesit zusammen gearbeitet haben. Also das Modell wurde noch damals unter dieser Lizenz hergestellt, ist aber nur noch das Äußere von Indesit zu erkennen. Innen war es keine Indesit-Maschine mehr. Es war alles von der Firma Obod in Eigenkonstruktion. So, jetzt geht's zum Schleudern. Ab der Nummer 7 beginnt der Schleudergang. Der vorletzte Dreh. Gleich wird die Maschine aufsperren. Offen. So, das alte Prinzip mit dem Ziehen. Wichtig ist es immer, wie ich schon gesagt habe, das Bullauge nach der Wäsche abzuwischen, damit unten diese unschönen Wasserflecken vermieden werden. Auch in der
Lupeninneren, wie es ja sieht. Und jetzt entladen wir die Wäsche und schauen uns mal an, wie das Resultat auf der Wäschespinne geworden ist. So, schauen wir mal, was da ist. So, so die Maschine. Ja, nach längerer Zeit hört man auch, wenn die Maschine wäscht, da der Keilriemen neu ist, hört man den Keilriemen ein bisschen, aber nach dann ein paar Wäschen wird sich das Geräusch auch verflüchtigen. Meine Lieben, das war's von mir und wir sehen uns gleich bei der Wäschespinne. Guten Abend ist es und ich habe nicht vorher es geschafft, euch zu filmen, weil ich etwas zu tun gehabt habe. Die Wäsche hängt und ich wünsche euch einen schönen Abend und noch zudem, es ist erstaunlich, wie viel in eine deklarierte 5-Kilo-Maschine aus den 80er Jahren Wäsche reinpasst, wie in die heutigen fast 10-Kilo-Maschinen. Es ist immer erstaunlich, wie sich das mit der Zeit die Industrie geändert hat. Aber in diesem Sinne, einen schönen Sommerabend wünsche ich euch. Bye, bye.